Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Renico zu einem erneuten Video auf diesem Kanal und heute zu einem Video für unseren Kader bzw. wir schauen auf unseren Kader. Ich habe entdeckt gestern eigentlich völlig random, wie viele Verträge auslaufen am Ende dieser Saison, am Ende der zweiten Saison und möchte mit euch gerne zusammen rausfinden, wo es sinnvoll wäre, unbedingt zu verlängern und am besten auch vielleicht jetzt, bevor man die Leute verliert, im Winter dann noch zu verlängern, ist bei manchen Personalien auch ein bisschen schwieriger, dadurch, dass dann eben die Spieler auch ablösefrei wechseln können, gibt es Verhandlungen im Winter meist schon im Voraus von anderen Vereinen. Manche Vereine stoßen natürlich auch jetzt schon stoßen an, ihr wisst, was ich meine. Ich zeige euch mal kurz die Tabelle und wir gehen jetzt das Ganze praktisch Schritt für Schritt durch. Ja, und ihr schreibt mir unten in die Kommentare, würdet ihr mit dem verlängern oder eben nicht. So, und dann bin ich sehr gespannt auch auf eure Meinungen. Ich werde später auf jeden Fall die Kommentare gucken. Gerade jetzt Richtung Nordderby ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und natürlich nochmal ganz kurz vorab möchte ich mich entschuldigen dafür. Gestern bei der Reaction auf das Video von Florian Wellmann. Ihr könnt natürlich das Video in der vollständigen Länge bei Florian Wellmann nochmal mit richtigem guten Ton auch sehen, denn bei mir war der Ton scheinbar zu leise. Ich weiß es nicht, warum das war, denn im Schnittprogramm war alles legitim, alles war regulär, linear, hat super gepasst, aber scheinbar irgendwie beim Speicher muss da ein Fehler hinterlaufen sein, dass dann bei YouTube oder beim Upload der Ton scheinbar zu leise war. Tut mir leid an der Stelle, kommt eigentlich im Normalfall nicht vor, wisst ihr auch von mir. So, jetzt. Also wir fangen natürlich an mit unserem Pavlenka. Da ist es ja schon bekannt, Vertrag bis 30.06.2022, hat Marken 5,5 Millionen. Heißt, sein Vertrag läuft aus, könnte am Ende der Saison ablösefrei wechseln. Ihr kennt meine Meinung zu Pavlenka, ich glaube, das muss ich gar nicht groß weitläufig jetzt kundtun. Für mich wäre er einfach allein von seinem Standing her gesetzt im Tor. Ich finde, er ist ein klasse Keeper, er hat immer gut abgeliefert, hat nie großartig gewackelt, über lange Zeit gewackelt oder sonst was. Ist für mich und bleibt auch für mich unsere Nummer 1. Insofern würde ich definitiv verlängern, würde vor allen Dingen da mit einem weinenden Auge hängen, wenn wir am Ende Pavlenka ablösefrei abgeben würden im Winter. Oder nächstes Jahr im Sommer. Katastrophe. Cetera, ähnliche Situation. Läuft auch der Vertrag aus am Ende des Jahres. Hat einen Marktwert von 800.000, ist 26 Jahre alt. Ja, klar. Jetzt geht da die Kettensäge los. Perfekt. Ich hoffe, dass das nicht zu laut ist. Müssen wir mal beobachten. Ja, mach doch weiter. Richtig. Sorry für den Schnitt, aber... Irgendwo in der Nachbarschaft denkt gerade jemand mit einer Kettensäge morgens früh um 9, schön ein bisschen sägen, das macht Laune. Okay, also Cetera, waren wir stehen geblieben, 26 Jahre alt, 1,87 groß, läuft auch der Vertrag aus, 800.000 Marktwert. Ich würde auch hier verlängern als Nummer 2 eben, um eine gute Nummer 2 in der Hinterhand zu haben, würde ich auf jeden Fall mit Cetera verlängern. Und sehe das halt Ganze so ein bisschen, Stück weit erstaunlich an, denn auch bei Plogmann, also unsere Nummer 3, läuft der Vertrag am Ende des Jahres aus. Hier kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass er sich vielleicht schon mit einem Wechsel beschäftigt und eventuell sogar schon in Verhandlungen mit irgendwelchen Clubs intern vielleicht ist. Weiß ich nicht. Ich denke, dass Plogmann auch eher die Nummer 1 oder 2 irgendwo anders sein möchte. Insofern, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er gehen wird. So, bei Friedel haben wir die Situation, dass er den Vertrag noch zwar bis 2023 hat, aber eben im Sommer nur noch ein Jahr Vertrag. Das ist ebenso kacke, in Anführungszeichen. 7,5 Millionen, könnt ihr mir mal gerne reinschreiben, was ihr da machen würdet. Wir gehen tendenziell nur auf die Leute gerade ein, wo der Vertrag ausläuft. Trotzdem sticht das natürlich jetzt hier auch ins Auge bei einem 7,5 Millionen Marktwert. Gehen wir weiter zu Milos Veljkovic. Veljkovic hatten viele eigentlich auch auf dem Zettel, dass der jetzt im Sommer verkauft werden wird. 4,5 Millionen Marktwert, 25 Jahre alt, sein Vertrag läuft auch aus. Ihr kennt meine Meinung zu Veljkovic. Ich glaube, wenn man, nehmen wir mal an, wir würden zum Beispiel wieder aufsteigen oder in der ersten Liga spielen, sehe ich Veljkovic da überhaupt nicht in der Verteidigung. Jetzt gerade in der zweiten Liga sehe ich Veljkovic sehr, sehr gut in der Verteidigung, weil ich glaube, dass er einfach über seinen Zweikampf, über seinen
sein Einsatz, seine Robustheit in der zweiten Liga einfach ein besseres Erscheinungsbild gibt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Denn spielaufbautechnisch und tempomäßig ist das natürlich nicht das Wahre. Ja, weiß ich nicht. Ist halt 25 Jahre alt, also noch relativ jung. 4,5 Millionen Marktwert, vielleicht könnte man da auch verlängern, aber nicht mit einem dicken Vertrag oder sowas. Wenn er da irgendwie meint, mehr großartig einer Topverdiener zu werden oder so, dann glaube ich nicht bei Werder. Ömer Toprak, 2,23, brauchen wir also nicht drüber reden. Lars Lukas Mai, 2,22, wird aber zurückkehren zum FC Bayern oder wir kaufen ihn. Das heißt, hier könnt ihr mir gerne reinschreiben, würde ich die Kaufoption ziehen bei Lasse Mai. Von 2 Millionen ist der Marktwert. Wie hoch dann die Kaufoption ist, wissen wir nicht. Im Grunde genommen ist es ja so, dass es gar keine Kaufoption gibt. Sorry, muss mich korrigieren. Gar keine Kaufoption gibt, sondern Frau Baumann hat gesagt, es gibt immer die Option, auch einen Spieler zu kaufen nach einer Leihe. Also, ob wir dann am Ende mal Lars Lukas mal kaufen können, ist nochmal eine andere Sache. So, Argo brauchen wir nicht drüber reden, Jung brauchen wir nicht drüber reden, Park brauchen wir nicht drüber reden. Mitchell Weiser würde am Ende der Saison zurückgehen zu Leverkusen. Da hoffe ich und glaube ich auch, dass es eine Kaufoption gibt. Wenn es keine Kaufoption geben sollte, denke ich trotzdem, dass wir sehr, sehr gut mit Leverkusen verhandeln können. Denn bei einer Leihrückkehr hätte Mitchell Weiser, soweit ich weiß, nur noch ein Jahr Vertrag. Und was man dazu sagen muss, sein 3 Millionen Marktwert. Im Falle eines Aufstiegs würde ja sowieso nur ein Kauf in Frage kommen, das muss man dazu auch sagen für alle Seiten. Würde man dann auch das Geld haben, um einen Mitchell Weiser zu kaufen? Ich glaube auch nicht, dass Leverkusen eine Umsumme aufrufen wird, dadurch, dass sie sowieso schon ein Stück weit zurückgesteckt haben bei dem Weiser-Transfer und da auch keine Steine in den Weg legen wollen. So, dann gehen die lieber friedlich auseinander. Ich glaube, dass wir bei Weiser gute Chancen hätten, was das angeht. So, gehen wir weiter zu unserem, ich sag mal, ja, eigentlich fast schon Oldie-Talent, trifft es glaube ich ganz gut. Christian Groß mit 32 Jahren. Sein Vertrag läuft auch aus. Da muss man aber auch einfach sagen, er ist viel zu wichtig, um ihn auslaufen zu lassen. Also auch trotz 32 Jahren, im Februar wird er 33, muss man den Vertrag verlängern. Allein auch als Backup, vielleicht auch für die 6 oder auch als Innenverteidiger, variabel einsetzbar da, geht immer wieder voran, ist fit. Ja, einfach ein ganz, ganz großartiger Spieler, der mit Sicherheit niemals irgendwie einen technischen Preis gewinnen würde oder sowas. Große Auszeichnung, aber einfach die Basics alle drauf hat und die auch super umsetzt und dann auch eben vorangeht. So, Gruev hat noch bis 2023, Bomb 2023, Bittencourt sogar 2024. Da bin ich mal gespannt, wenn er wiederkommt, wie das dann mit dem Marktwert hier auch aussieht. Romano Schmid auch 2023. Und jetzt kommen wir zu Niklas Schmidt und dem 23-Jährigen im März 2024. 1,84 groß, beidfüßig, 1.7.2017 ist der Vertrag von ihm bei Bremen, glaube ich, gewesen. 30.06.2022 läuft er aus. Hat aber schon gesagt gehabt, dass er natürlich auch interessiert wäre, bei Bremen eben zu bleiben, beziehungsweise zu verlängern. Insofern ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte, denn ich glaube, Niklas Schmidt ist einer der absoluten Gewinner der Vorbereitung gewesen und auch einer der absoluten Gewinner vom Saisonstart. Also, wenn einer wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hier, Jungs, hier bin ich, was ist los? Dann Niklas Schmidt. Insofern führt eigentlich nichts dran vorbei, mit ihm zu verlängern. Ich warte zwar immer noch, bis Niklas hier sein Trikot hier rüber schickt für den Kanal. Ne? Ich muss da im Hintergrund und so. Aber gut, gut, ist ja okay. Oskar Schönfeld 2023, Nankishi für mich eigentlich ähnliche Situation wie bei Niklas Schmidt. Finde, dass er auch immer wieder aufblitzen lässt, was für ein Riesentalent er eigentlich hat. Er ist erst 19 Jahre alt geworden. So, im Juli ist er 19 Jahre alt geworden. Unfassbar. Ja, sein Vertrag läuft aus, hat einen Marktwert von 100.000. Der wird aber noch so viel mehr werden, wenn er weiterhin so seine Einsatzchancen bekommt. Und das bewundere ich auch am Markus Anfang, dass er da diesen Mut auch aufbringt, da mit Nankishi und so weiter die Jungen daran so ranzuführen. Das ist auch wichtig, ist auch gut so. Ist für mich ganz klare Sache, müssen wir verlängern, sehe da ein enormes Potenzial, kann auf beiden Flügelseiten eingesetzt werden. Ich glaube, dass Nankishi auch mal so als hängende Spitze spielen könnte, rein theoretisch, aber vorzugsweise halt einfach die Flügelposition und ja,
Glaube, da hat er noch eine sehr, sehr geile Zukunft vor sich, meiner Meinung nach. Der nächste wäre jetzt Asale und bei Asale ist die Situation, dass er zurückkehren würde nach der Leihe, denn am Ende ist nur geliehen bis zum Ende der Saison. Muss aber auch dazu sagen, da soll es wohl eine Kaufoption geben. 2 Millionen ist sein Marktwert. Ich glaube, dass die Kaufoption so bei rund 2 Millionen liegen soll. Da können wir eigentlich nur sagen, da müssen wir abwarten, wie die Saison wird. Wenn er so wie die Ansätze jetzt waren, weitermacht und dann vielleicht wirklich einschlägt, dann ist es eigentlich unausweichlich und ganz logisch, dass sie diese Kaufoption ziehen werden oder auch ziehen sollten. Und dann kommen wir auch zum letzten Kandidaten. Erdinci läuft auch aus der Vertrag. 1,88 groß, 19 Jahre alt und 500.000 Marktwert. Auch hier denke ich, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, zu verlängern. Auch ebenfalls ein sehr junger Spieler, wird zwar jetzt im Dezember 20, aber eben 20, das ist immer noch extrem jung. Und ich glaube, dass auch über die rechte Außenbahn, das könnte so die Position der Zukunft für den Ziel auch sein. Und wenn er da weiter die Chance bekommt, sich zu beweisen und das dann eben auch zeigt, dass er es drauf hat, dann denke ich, stehen bei Werder für ihn alle Türen offen. Ja, meine Freunde, und das im Prinzip war es auch schon mit der Kaderanalyse. Wir haben jetzt einfach mal geschaut, was könnten wir verlängern, was macht Sinn. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze sehen würdet oder ob ihr teilweise auch anderer Meinung seid. Wir haben uns jetzt nur mit denen beschäftigt, die nächstes Jahr auslaufen, also die nur noch diese Saison Vertrag haben, wo halt Not am Mann ist, dass man auch verlängert. So. Würde mich freuen, in eure Meinung in die Kommentare. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Bis dahin, euer Nico. Ciao, ciao.